Hi guys, hallo Leute, welcome back to German with Jenny. Today I want to talk to you once again about verbs that take the prefix up. In case you missed the first part, take a look right here. As I explained to you in the first video, up means away from. Etwas abmachen means to take something off, just like abnehmen. Er hat das Schild abgemacht. He took off the sign. Er hat das Schild abgemacht. Abmachen also means to arrange something or to agree on something. Wir haben abgemacht, dass wir am Samstag zusammen in die Stadt fahren. We agreed that we would go to the city together on Saturday. Wir haben abgemacht, dass wir am Samstag zusammen in die Stadt fahren. Etwas absprechen also means to agree on something, and it can be used as a synonym for abmachen. Wir haben abgesprochen, dass wir am Wochenende auf den Weihnachtsmarkt gehen. We agreed that we would go to the Christmas market on the weekend. Wir haben abgesprochen, dass wir am Wochenende auf den Weihnachtsmarkt gehen. Abheben has 5 different meanings. It can be to lift something off. Er hat den Deckel abgehoben und die Nudeln ins kochende Wasser getan. He lifted the lid and put the noodles into the boiling water. Er hat den Deckel abgehoben und die Nudeln ins kochende Wasser getan. Sich von anderen abheben means to set yourself apart from others. Wenn du eine gute Stelle finden willst, musst du dich von anderen abheben. If you want to find a good job, you need to set yourself apart from others. Wenn du eine gute Stelle finden willst, musst du dich von anderen abheben. Abgehoben sein means to be full of yourself. You're arrogant, you're not grounded. You're far from reality. Seit er erfolgreicher Investmentbanker ist, ist er total abgehoben. This means he's full of himself because he's had success as an investment banker. Seit er erfolgreicher Investmentbanker ist, ist er total abgehoben. The verb abheben is also used when we talk about airplanes taking off. Das Flugzeug hat abgehoben. The airplane took off. Das Flugzeug hat abgehoben. Geld abheben means to withdraw money. Ich habe gestern am Geldautomaten Geld abgehoben. Yesterday I withdrew money at the ATM. Ich habe gestern am Geldautomaten Geld abgehoben. Absagen means to cancel. Ich habe den Termin abgesagt. I canceled the appointment. Ich habe den Termin abgesagt. Abbezahlen is used when you talk about paying off debts. Er hat seine ganzen Schulden abbezahlt. He paid off all of his debts. Er hat seine ganzen Schulden abbezahlt. Abändern means to change something. And these changes are usually done to a text. Er hat den Text abgeändert. He changed the text. Er hat den Text abgeändert. Abändern means you don't change something entirely. You don't transform it into something completely different. You just change parts of it. Abschreiben means to copy from someone. Er hat von mir abgeschrieben. He copied from me. Er hat von mir abgeschrieben. In der Schule habe ich nie abgeschrieben. Oder vielleicht einmal? In der Schule habe ich nie abgeschrieben. I never copied from anyone in school. Abgeben means to give something away. And you're either giving it away permanently or temporarily. Er hat seinen Hund im Tierheim abgegeben. He left his dog at the animal shelter. So you went there, dropped off the dog and left it there. Er hat seinen Hund im Tierheim abgegeben. Ich würde meine Hunde niemals im Tierheim abgeben. I would never leave my dogs at an animal shelter. Ich würde meine Hunde niemals im Tierheim abgeben. Ich habe meine Jacke an der Garderobe abgegeben. Und ich habe 50 Cent bezahlt. I left my jacket at the coat check room and I paid 50 cents. Ich habe meine Jacke an der Garderobe abgegeben und ich habe 50 Cent bezahlt. Jemanden von etwas abbringen means to change someone's mind about something or to prevent someone from doing something. Er hat mich davon abgebracht, am Wettbewerb teilzunehmen. He changed my mind about participating in the competition or he advised me not to take part. Er hat mich davon abgebracht, am Wettbewerb teilzunehmen. You can also use abraten, to advise someone against something. Er hat mir von diesem Wettbewerb
abgeraten. He advised me not to take part in this competition. Er hat mir von diesem Wettbewerb abgeraten. Or you can say, er hat mir davon abgeraten, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Er hat mir davon abgeraten, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Abdüsen means to get into your car and take off really quickly. Er hat gefrühstückt und ist dann abgedüst. He had breakfast and then he took off. Er hat gefrühstückt und dann ist er abgedüst. Etwas abdecken means to cover something. Er hat sein Fahrrad abgedeckt, damit es nicht rostet. He covered his bike so that it wouldn't rust. Er hat sein Fahrrad abgedeckt, damit es nicht rostet. Abdecken shouldn't be confused with decken. Den Tisch decken means to set the table. Sie hat den Tisch gedeckt. She set the table. Sie hat den Tisch gedeckt. Abklappern means to go from one place to the next looking for something. So let's say you are looking for a Christmas present and it's very specific what you're looking for and you can't find it, so you're going in a lot of different stores to find it. Er wünscht sich einen ganz bestimmten Gürtel und ich habe viele Geschäfte abgeklappert. He wants to have a very specific belt and I went to a lot of different stores. Er wünscht sich einen ganz bestimmten Gürtel und ich habe viele Geschäfte abgeklappert. Jemanden abschrecken means to scare someone off. In Deutschland haben jetzt die Zigarettenschachteln ganz gruselige Bilder. Das sind Bilder von Raucherlungen, von Raucherbeinen, ganz viele eklige Bilder sind das. Und das soll die Konsumenten abschrecken, ja? Also die Leute sollen abgeschreckt werden, damit sie keine Zigaretten mehr kaufen, weil das ja ungesund ist. Abstürzen means to crash. Mein PC ist abgestürzt. My PC crashed. Mein PC ist abgestürzt. Das Flugzeug ist im Dschungel abgestürzt. The airplane crashed in the jungle. Das Flugzeug ist im Dschungel abgestürzt. Das Flugzeug ist nicht abgestürzt. Der Pilot konnte alle retten. The airplane did not crash. The pilot was able to save everyone. Das Flugzeug ist nicht abgestürzt. Der Pilot konnte alle retten. Jemanden abhängen means to outdistance someone. Ich glaube, wir haben ihn abgehängt. I think we outdistanced him. Ich glaube, wir haben ihn abgehängt. Abhauen means to leave or to run away and it usually has a negative meaning. Er hat seine Sachen gepackt und ist abgehauen. He packed and left. Er hat seine Sachen gepackt und ist abgehauen. So, das war der zweite Teil über Verben mit der Vorsilbe ab. Jetzt kennt ihr ganz viele neue Verben. Vergesst nicht, bei germanwithjenny.com vorbeizuschauen, da findet ihr immer viele neue Arbeitsblätter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!